Hallo zusammen, heute bin ich in Cochem an der Mosel. Wir werden eine kleine Runde durch die Stadt gehen und am Ende auch noch eine Schifffahrt machen. Im vorherigen Video war ich ja in Monreal und da es nicht weit war bis Cochem, habe ich mir gedacht, da mache ich auch noch einen Abstecher dorthin. Viel Spaß bei diesem Video. Der Sessellift führt hinauf auf das Pinner Kreuz. Hier oben gibt es eine Gaststätte und man kann eine Wanderung beginnen auf dem Höhenwanderweg. Natürlich hat man eine schöne Aussicht auf die Mosel und auf Cochem. Unten an der Talstation gibt es einen kleinen Parkplatz, aber daneben gibt es auch noch ein großes Parkhaus. Wahrscheinlich kommt er aber zu Fuß hierher, weil man hier ja auch einen Wein trinkt, wenn man schon hier ist. So, ich schwebe jetzt hinunter in die Altstadt von Cochem. Ja, und da sind wir auch schon am Rande der Altstadt. Was Rüdesheim für den Mittelrhein ist, das ist Cochem für die Mosel. Hier ist man voll und ganz auf Tourismus eingestellt, aber es gibt nicht nur eine Gasse wie in Rüdesheim, es gibt mehrere Gassen. Allerdings sind auch hier die Öffnungszeiten der Geschäfte verkürzt. Zum Beispiel die Eisdiele hat nur bis 17 Uhr auf und viele Geschäfte suchen Personal. Cochem ist die kleinste Kreisstadt im Kreis Mayen-Koblenz. Und wir gehen jetzt mal Richtung Rathaus und Marktplatz und schauen uns mal am Marktplatz um. Direkt am Marktplatz steht auch das alte historische Rathaus von Cochem. Die Reichsburg ist eigentlich ein absolutes Muss, aber da es schon fast 17 Uhr ist, werde ich es nicht mehr zu einer Besichtigung auf der Reichsburg schaffen. Da ich auch gleich noch eine Schifffahrt gebucht habe, wie ich erzählt habe, werde ich es bei ein paar Aufnahmen vom Fuße der Reichsburg belassen und ihr müsst die Reichsburg dann selber besichtigen. Sie lohnt sich auf jeden Fall. Ich war schon einmal drin. Ich bin wieder unten an der Uferpromenade, wo auch die Schiffe ablegen und werde jetzt gleich zur Abendfahrt mit Tanz starten. Mal sehen, wie das wird. Übrigens hatten die meisten Pensionen und Hotels noch Zimmer frei, so dass auch eine kurzfristige Übernachtung kein Problem gewesen wäre. Ich bin an Bord der Wappen von Cochem. Auf diesem Schiff findet die abendliche Tanzfahrt in den Samstagabend statt und wir schauen auf die Mosel mit der Reichsburg. Wir haben pünktlich abgelegt, wir haben uns einmal um uns selbst gedreht. Der Kapitän hatte sein Schiff gut im Griff und jetzt geht's los. Musik.
Nicht nur die Fahrgäste auf dem Schiff hatten Spaß an der abendlichen Veranstaltung, auch die Bewohner der angrenzenden Campingplätze stiegen sofort in das Partyvergnügen mit ein. So, noch einmal ging es am abendlichen Kochen vorbei in die Verlängerungsrunde. Ja, damit geht unsere abendliche Schifffahrt in Cochem auch zu Ende. Die war wirklich super gut. Wenn ihr in Cochem seid und an einem Samstag hier seid, solltet ihr das vielleicht auch in Erwägung ziehen. Ansonsten kann ich euch Cochem eh als Ausflugsziel empfehlen. Es gibt viel zu sehen. Die Drachenburg, den geheimen Bunker der Bundesdruckerei. Man kann schön an der Mosel spazieren gehen, einen Wein trinken, ein Bier. Es lohnt sich, hier hinzukommen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da oder vielleicht sogar ein Abo. Ich freue mich, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, tschüss!